gigantischer Besuch heute, Menschen über Menschen in der Boschhalle in Wels. Haben Sie diesen Ansturm erwartet? Ich habe es gehofft. Es gilt ja hier auch die 3G-Regelung und da war es natürlich auch nicht klar, ob so viele kommen. Aber es ist ein ganz ein großes, starkes Zeichen für die Freiheitliche Partei und vor allem auch ein Auftrag. Und ich bin sehr positiv, was den 26. September betrifft. Aber nicht nur den 26. September, sondern wie es dann nachher weitergeht. Denn nur mit uns gibt es Heimat, Leistung, Sicherheit und auch Freiheit. Welches Gefühl haben Sie für den 26. September? Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin lange in der Politik tätig und ich freue mich jedenfalls, wenn wir mit einem ordentlichen Auftrag gestärkt werden. Was sagen Sie dazu, dass die Wirtschaft jetzt so geschwächt wird, speziell die Klein- und Mittelbetriebe, jeder Tochter, jeder Spengler, der einen Lieferwagen braucht, zahlt jetzt für den chinesischen Umweltschutz? Naja, von den Grünen habe ich mir ja nichts anderes erwartet als solche Blödheiten. Die haben das ja offen immer vor sich hergetragen. Aber dass die ÖVP da mitmacht, zeigt ja, dass die ÖVP keine Wirtschaftspartei ist. Ja? Weil wer so etwas unterstützt, wer einen solchen Anschlag auf den Mittelstand durchführt, der ruiniert den Wohlstand in dem Land, der macht alles teurer, was die Produktion und den Transport betrifft, der gefährdet die Unternehmen, der gefährdet die Arbeitsplätze und der macht es den Konsumenten schwer. Also wie man mit solchen Maßnahmen für sich den Anspruch stellen kann, eine Wirtschaftspartei zu sein, also das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich meinen sie mit Wirtschaft nur mehr die ganz, ganz Großen, also den Apple und weiß nicht, Facebook und alles, was dort dabei ist, und die Pharmaindustrie. Weil das, was da betrieben wird, das hat ja weniger mit Klimaschutz etwas zu tun. Das ist ja schon fast eine fanatische Glaubensangelegenheit dieser Herrschaften. Die glauben, dass man mit Steuererhöhungen in Österreich das Weltklima retten kann. Also auf die Idee muss man erst einmal kommen. Wir sind jetzt im Norden von Oberösterreich mit Ihrer Ankündigung der tschechischen Autobahn. Wie lange, glauben Sie, wird das Verlängerungskabel in der Regierung sein, dass die Frau Gewessler noch hier agieren kann? Ich bin überzeugt, dass Sachargumente zählen werden und auch bei der Frau Ministerin so eine Wirkung erzielen werden, dass wir unsere Brückenverbindungen weiter ausbauen können. Denn ohne Straßen und ohne Brücken wird es in Oberösterreich, sei es im Innviertel, sei es im Mühlviertel, keine wirtschaftliche Entwicklung geben. Ganz gleich, womit wir fahren, ob es batteriebetriebene Fahrzeuge, Wasserstoff- oder E-Fuels betriebene Fahrzeuge sind, ohne Brücken verbindet man keine Menschen und ich bin Brückenbauer.